Nati, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Neben mir ist mein Kleiderschrank und mein Kleiderschrank ist schief. Jetzt seht ihr das wahrscheinlich noch nicht, das werde ich euch gleich noch detaillierter zeigen. Aber was ich euch jetzt noch einmal kurz zeigen möchte, ist, dass der Kleiderschrank nicht nur schief ist, sondern auch wackelt. Seht ihr? Der wackelt. So, nun zeige ich euch, wie schief der Kleiderschrank ist. Also hier am Boden sieht es noch relativ normal aus. Aber je höher ich gehe, desto schiefer wird der Kleiderschrank. Schaut euch nur mal an, wie schief der Kleiderschrank ist. Heftig, oder? So, nun versuche ich hier die Kleiderschranktür zu öffnen. Es funktioniert nicht. So, nun versuche ich, den Kleiderschrank wieder gerade zu rücken. So, wenn ich jetzt loslasse, dann geht er wieder in diese Position zurück. Seht ihr? So, ihr wollt doch bestimmt wissen, warum der Kleiderschrank so schief geworden ist. Die Kurzfassung, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, lautet, der Kleiderschrank wurde ein paar Male zweckentfremdet. Dadurch sind die Türen unten aus ihrer Verankerung herausgelöst. Das hatte ich versucht zu reparieren und da ist leider einiges schief gelaufen. So, dass er jetzt wirklich so schief ist. Ärgerlich, aber kann man nicht dran ändern. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.